Liebe Zuschauer, kennen Sie den Spruch, Blut ist dicker als Wasser? Aber was bedeutet das? Viele Schriften haben sich schon mit dem menschlichen Blut beschäftigt. Und doch birgt es noch so unfassbar viele Geheimnisse. Und um da mal hineinzuspüren, möchte ich ein kurzes Gedicht vorlesen von Wilhelm Busch. Das Blut. Wie ein Kranker, den das Fieber heiß gemacht und aufgeregt. Sich herüber und hinüber auf die andere Seite legt. So die Welt vor Hass und Hader hat sie niemals noch geruht. Immerfort durch jede Ader tobt das alte Sünderblut. In diesem Sinne, dein Blut lügt nicht. Jetzt beim Welt im Wandelkongress 2021 im Gespräch mit Sabine Lienek. Herzlich willkommen. Danke, liebe Peggy. Also das kannte ich nicht, das Gedicht. Würdest du mir das geben jetzt nach unserer Sendung? Finde ich gut. Ja, das mache ich sehr gerne, sehr Sabine. Schön. Ja. Was hat dieses Blutgedicht mit der Wahrheit zu tun? Ja, also der Volksmund sagt ja schon viel, auch wie du gesagt hast, Blut ist dicker als Wasser oder ja, so besser. Oder es kocht ein das Blut vor Wut oder vor Aufregung und der Volksmund hat schon immer genau gewusst, was das Blut macht. Blut ist einfach wirklich ein ganz, ganz wichtiges, flüssiges Organ. Das Wichtigste, weil das Blut läuft durch unseren ganzen Körper, durch alle Organe und es ist eben wichtig. Es sollte aber nicht zu dick sein. Deswegen ist dieser Spruch, Blut ist dicker als Wasser, nicht so gut. Also es sollte lieber so sein, dass es sehr dünnflüssig ist, ja. Also so wie Erdbeersaft oder Himbeersaft aussieht und es sollte schön im Fluss sein. Das wäre eben ganz wichtig. Naja, auch alte Weisheitslehrer haben ja auch die Bedeutung des Blutes über das Medizinische hinaus immer schon, ich sag jetzt mal, betont. Ja? Denn das Blut steht für die Kraft des Lebens und wenn das Blut nicht fließt, kann man sagen, ist eigentlich ganz klar, dass die Dynamik eines Menschen total versiegt, oder? Ja, auf der körperlichen Ebene, aber auf der seelischen auch. Ne? Blut ist eben auch ganz wichtig als Brücke zur Seele und des Geistes. Also es ist nicht nur das Körperliche. Es ist also auf allen Ebenen ganz, ganz wichtig, das Blut. Auch energetisch gesehen ist es sehr wichtig. Ist Blut eigentlich ein Organ? Ja, ein flüssiges Organ. Also ich sag schon, das ist ein flüssiges Organ. Es ist natürlich in der Medizin nicht als Organ wie die Leber oder das Herz. So sieht man das natürlich nicht, aber es ist ein flüssiges Organ und eben deshalb sehr, sehr wichtig. Und das ist das, was ich eben schon seit jetzt 26 Jahren mir anschaue bei vielen Menschen. Zigtausende Menschen habe ich schon ins Blut geschaut und man kann eben sehr viel sehen, also vom Zustand, den Gesundheitszustand, seelischen Zustand auch, ja. Dann erklär uns doch noch mal ganz kurz, weil ich finde, es ist ganz wichtig, um überhaupt zu verstehen, wir gucken immer ins Blut, ja. Woraus besteht das Blut? Dass wir erstmal medizinisch so ein bisschen in die Grundlage gehen. Ja, also was wichtig ist, ich würde das jetzt nicht schulmedizinisch sagen, weil das, ich glaube, das interessiert ja nicht so viel. Also ich sage mal, wir sehen die roten Blutkörperchen und die sollten ganz rund sein. Das werde ich nachher auch in meinem Workshop auch nochmal zeigen. Nicht eingedellt sein. Die schwimmen im Plasma, dann sehen wir die weißen Blutkörperchen, die Thrombozyten. Und es sollte möglichst eben nicht verklebt sein und keine großartigen Sensationen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn jemand krank ist, sagen wir mal, er hat Probleme mit dem Herzen oder so, könnte einen Herzinfarkt erleiden in der nächsten Zeit, dann warnt das Blut uns und wir sehen dann das Herz oder die Aorta oder so. Also es ist fantastisch, was das Blut uns sagt. Das spricht regelrecht mit uns. Also ich habe ja ein bisschen recherchiert. Ich habe ja gedacht, ich beleuchte das jetzt auch mal von allen Seiten. Mhm. Ich habe herausgefunden, so wie es im Internet stand, ich würde aber gern deine Meinung dazu. Also die roten Blutkörperchen stehen für das mütterlich-weibliche Prinzip und die weißen symbolisieren sozusagen den männlichen Archetypus, das Abwehrende und die Abgrenzung. Kann man das so
erklären? Das habe ich so noch nie gesehen, muss ich sagen. Wir machen das in unseren Praxen recht medizinisch, ja. Aber hört sich interessant an. Also wir schauen eben, ob das Blut verklebt ist, ob irgendwelche Gefäße zu sind, ob Viren drin sind, in der heutigen Zeit ja ganz wichtig, oder Bakterien oder Thromben. Also das ist das, was wir in unseren Praxen machen. Den seelischen Aspekt, das mache ich dann so in Extra-Seminaren und sowas, ja. Hm. Aber Blut besteht ja auch aus Wasser. Ja, sehr viel. Und inwieweit, sage ich jetzt mal, ist denn auch unsere Flüssigkeitszufuhr wichtig, damit das Blut, ich sage jetzt mal, dünn genug ist, dass es gut fließt? Ja, das ist ganz wichtig. Also man sollte mindestens 2 bis 3 Liter reines Wasser trinken, was wir hier auch stehen haben. Am besten Quellwasser, also keine Kohlensäure, sollte nicht unbedingt damit versetzt sein, damit eben das auch immer gut im Fluss ist. Ja, viele Menschen trinken ja auch zu wenig, haben auch das Durstgefühl ist bei vielen nicht da. Aber es ist auch wieder interessant, wenn wir dann ins Blut schauen, dann sehen wir, dass also Menschen, die kein Durstgefühl haben oder nur wenig, häufig was mit der Milz haben. Das ist so ein Symptom der Milz, die dann nicht so gut arbeitet, kein Durstgefühl. Wenn man zum Beispiel, das haben ja jetzt gerade viele Menschen auch, ich kenne das von mir, Müdigkeit, Schlappheit, ich bin so antriebslos, ich weiß gar nicht, warum ich Energie verliere. Also irgendwie so eine Mattigkeit, die ich so, ich kann so diese Vitalität nicht aufschalten. Wie würde das Blut eines Menschen aussehen, der mit so einem Symptom kommt? Also auf jeden Fall würde die Leber belastet sein, weil die Leber tut ja normalerweise nicht weh. Also wenn sie weh tut, dann hat man schon richtig was, ja? Dann hat man entweder Leberkrebs oder Leberzirrhose oder sowas, dann tut sie weh. Vorher ist Müdigkeit der größte Schmerz der Leber, sage ich auch immer. Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Das heißt, wir würden wahrscheinlich eine Belastung sehen. Vielleicht hättest du Viren, Bakterien in der Leber, ja? Möglicherweise. Oder hättest was mit der Galle, weil Galle und Leber gehören ja ganz stark zusammen, dass die Leber dann nicht so gut arbeitet. Oder in fortgeschrittenen Fällen würden wir vielleicht sogar die Leber sehen, weil du vielleicht auch noch einen aufgeblähten Bauch dazu hast. Also das kann man dann an der Leber festmachen, die Müdigkeit. Das sieht man jetzt nicht am Herzen oder so, das sieht man wirklich an der Leber. Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Also wenn man jetzt mal so eine breite Meinung jetzt mal so formuliert, ja. Was glaubst du, was ist denn das Hauptthema in der jetzigen Zeit? Mit welchen Beschwerden kommen die Menschen zu euch in die Praxen? Du meinst jetzt gerade oder Jahre vorher? Na, jetzt gerade. Jetzt gerade, wie du sagst, Müdigkeit, aber auch depressive Verstimmungen. Ein weiteres Zeichen, was auch mit der Leber zu tun hat. Du kennst sicherlich den Spruch, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Ne? Das sagt man ja auch. Das heißt also auch Depressionen und sowas ist häufig. Aber eben auch bakterielle, virale Belastungen, ne? Nach der Schlumpfung zum Beispiel, haben wir auch einige Fälle jetzt, wo wir sehen, dass sich das Blut da auch verändert hat. Na dann bleiben wir doch mal kurz bei dem Thema, ohne jetzt da wirklich in die, ich sag jetzt mal, in die Bewertung zu gehen. Genau. Was siehst du im Blutbild nach Impfung? Also Schlumpfungen meinst du ja. Schlumpfungen. Genau, Schlumpfungen. Ja, also oft, also es ist sehr unterschiedlich, das muss ich sagen, weil das unterschiedliche Chargen sind. Ne? Also wir sehen auch oft, dass das Immunsystem runtergeht, Verklumpungen im Blut, ja. Also Thromben können sich bilden. Es sind auch Partikel da drin, die da eigentlich nicht reingehören, ja, wie dieses Graphenoxid. Ich weiß nicht, ob du schon davon was gehört hast. Das würden wir jetzt ganz in die Tiefe gehen. Das ist so ein Kohlenstoffzeug, was da drin ist, zur Haltbarmachung oder was auch immer. Wenn wir da gehen wir jetzt sonst zu tief rein. Solche Sachen sind drin und eben auch die Spikes. Ne? Spikes ist eben das, was ja die Menschen schützen soll vor der viralen Ansteckung. Das heißt, die Zelle stellt sie selber her. Und das können wir im Blut auch tatsächlich sehen. Wie stellt sich das denn dar? Ja, das sieht so ein bisschen aus wie Quallen, die Spikes, wirklich so ein bisschen wie Quallen. Und das andere, das sind so Formationen, die bilden sich immer. Also da müssten wir mal einen Film zeigen, wie das genau aussieht. Aber wir sind dabei, um zu gucken, wie können wir den Menschen dann helfen, was können wir machen, damit das Blut wieder gut aussieht, ne? Na, du bist ja auch die, ich sag mal, Entwicklerin der Sanationstherapie, seit vielen Jahren damit auch sehr erfolgreich. Setzt du das im Grunde da jetzt auch ein oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wir setzen das ein und eben seit ungefähr 2 Jahren auch unsere intravenöse Lasertherapie, die ist auch sehr gut. Da arbeiten wir mit 5 verschiedenen Laserfarben und die gehen eben direkt in die Vene rein, ne? Und das kombinieren wir.
Das hat also nochmal ganz, ganz starke Auswirkungen, positive. Das heißt also, Behandlungen werden verkürzt, verbessert. Und das Tolle ist, es hat überhaupt keine Nebenwirkung. Weil es ist nur Licht, ne? Es ist einfach nur Licht. Das ist das Gute daran. Man muss nichts beachten. Also Sauerstoff und Licht. Ja, nicht nur Sauerstoff. Die Sanationentherapie beinhaltet ja nicht nur die Ozontherapie, sondern wir haben ja auch homöopathische und isopathische Ampullen, die wir dem Patienten spritzen, je nach Blutbild. Also wenn hier zum Beispiel jemand Tromben hat, dann spritzen wir was gegen Tromben. Hat jemand kein gutes Immunsystem, bekommt er was fürs Immunsystem. Hat er ein Virus, bekommt er etwas, dass der Virus erkannt wird, getötet wird, ausgeleitet wird. Dasselbe eben bei bestimmten Bakterien, zum Beispiel Staphylokokken oder sowas. Und hat er was mit dem Herzen, bekommt er noch ein herzstärkendes Mittel rein. Mit der Leber ein leberstärkendes Mittel, mit der Milz. Also da kommen schon einige Dinge zusammen. Ne? Manche bekommen bei uns auch 10 bis 15 Ampullen nochmal extra gespritzt. Aber es hat immer mit dem Blutbild zu tun. Und dann werden die Behandlungen nach dem 10. Mal schauen wir wieder, wie sich das verändert hat. Es läuft ja so, wenn ein Patient zu uns kommt, und wir haben ja hier auch einen Stand, kann da ja auch jeder mal ausprobieren. Wir fragen ja nie, was der Patient hat, sondern wir gehen da durch, weil in dem Blutstropfen ist der ganze Mensch, ein Somatotop sozusagen. Da gehen wir durch und sehen, was er hat. Und nach der Therapie, nach der 10. Behandlung, gehen wir auch wieder durch und schauen, was sich verändert hat. Fragen den Patienten natürlich auch, sehen aber am Foto, was sich verändert hat. Das sieht man ganz direkt. Wann ist denn der Punkt? Man sagt ja, man kann mit der Geisteskraft, Gedankenkraft und auch mit der Gefühlshygiene, sage ich jetzt mal, beeinflussen wir ja auch Wasser. Das heißt, wenn wir zum größten Teil aus Wasser auch bestehen, könnten wir doch eigentlich auch mit unserer Gedanken- und Geisteskraft gesund bleiben. Mhm. Ja? Aber leider ist es immer anders, weil wir ja unbewusst uns dann irgendwas eingefangen haben oder ziemlich lange da irgendwas mit uns rumgeschleppt haben, was wir nicht bemerkt oder, ich sage jetzt mal, verdrängt haben. Wann ist denn der Punkt, wo das nicht mehr reicht und das nicht mehr reicht, sondern dass wir wirklich physisch erstmal andocken müssen, dass sich überhaupt die Stimmung wieder hebt? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe auch viele Heiler und Heilerinnen, also die wirklich sehr gute Heiler sind, die auch was ausrichten können, auch mit ihrer Geisteshaltung, auch sehr positiv sind. Aber wenn die jetzt befallen werden von Bakterien, Borrelien oder sowas, dann merken die das schon auch, ne? Weil das dockt einfach auch an. Man kann das nicht nur mit Gedankenkraft so stärken, dass man nichts bekommt. Den Menschen kenne ich noch nicht, wirklich nicht. Also das muss ich so sagen. Es ist dann nicht so heftig bei denen, ne? Ganz klar, weil wenn man positiv ausgerichtet ist, ist es eine ganz andere Geschichte. Man ist nicht so anfällig dafür. Positives Denken macht natürlich auch positiveres Blut, das ist ganz klar. Aber sie sind trotzdem nicht gefeit davor. Also ich kann es auch noch auch von mir sagen. Also ich habe da auch schon einiges im Blut gehabt, was nicht reingehört, ja, was ich abtöten musste. Zum Beispiel? Ja, Borrelien hatte okay, ich auch Borrelien. Schon. Viren, Epstein-Barr-Virus. Kannst du dir so leicht holen, ne? Weißt ja, Viren können sehr ansteckend sein. Das ist eine Tröpfcheninfektion. Und dann, wenn man mal viel Stress hat, und ich hatte ja in den vergangenen Jahren in den Praxen sehr viel Stress, ne? Ich habe nun die 3 Praxen geleitet, am Wochenende immer zur nächsten gedüst, ja. Also, wenn man da so viel Stress hat, das kennst du ja auch, wird Adrenalin ausgeschüttet und das Blut geht ja mehr in die Beine und in die Arme und die Organe werden dann gar nicht mehr so versorgt. Das heißt, in dem Moment bist du natürlich auch anfällig. Und wenn ich da 20 Leute am Tag in der Praxis hatte und ich bin auch anfällig, dann kann ich mir auch Viren und Bakterien holen. Gerade damals war das eben sehr leicht. Ne? Also viele erzählen und klagen jetzt darüber, zum Beispiel wenn sie geschlumpft wurden, dass sie zum Beispiel bestimmte Beschwerden haben, die sie noch nie hatten. Inwieweit sind das vielleicht Beschwerden, die latent schon da waren und dadurch, dass der Körper jetzt kämpfen muss, kommt das verstärkt raus und wird jetzt erst sichtbar, war aber latent schon immer vorhanden. Ja. Kannst du das bestätigen? Ja, das kann ich bestätigen. Ich kann auch bestätigen, dass Krankheiten, die entweder latent da waren, also Störungen, die latent da waren, oder nicht nur latent, sondern auch Patienten, die vor vielen Jahren Krebs hatten und gesund sind, dass sie jetzt nach dieser Schlumpfung, dass das wieder anfängt, sich negativ zu formieren. Das haben wir jetzt doch schon ein paar Mal gesehen. Das ist tatsächlich auch dann. Das heißt, sie waren nicht geheilt. Sie waren nicht wirklich. Das kann man nicht sagen, dass sie nicht geheilt waren. Vielleicht war es wie eine Vernarbung. Also ich kann so sehen, dass das auf die Schwachstellen wirkt und dass die natürlich dann auch wieder sich schnell in etwas Negatives entwickeln können. Ja, das können wir ganz gut sehen. Und zwar sehr schnell.
Sehr schnell. Es wird nämlich auch durch die Schlumpfung ein wichtiges Enzym ausgeschaltet. Dieses Enzym ist wichtig, damit wir gegen Krebs kämpfen, gegen Tumore, unser Körper. Und das ist dann jetzt auch nicht mehr so. Und das heißt, es geht schnell. Auch eine Tumorentwicklung geht schnell. Das heißt, wir sind geschwächt. Wir sind auf der einen Seite geschwächt gegen die Abwehr. Und gegen Tumore eben auch. Das wird ausgeschaltet. Also es sind die Schwachstellen, die jetzt zutage treten, egal wie. Ja. Welche Erfahrung hast du denn gemacht, zum Beispiel in der Behandlung danach? Was passiert dann mit dem Blut und inwieweit spüren das die Menschen selbst? Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich war ja eher skeptisch und habe gedacht, naja, wer weiß, was wir da ausrichten können. Aber wir sehen tatsächlich, dass das Blut danach sehr gut aussieht. Also das Immunsystem ist wieder gut, Leber arbeitet gut, es ist gut im Fluss alles. Viele der Partikel, die sehen wir nicht mehr, aber jetzt kommt es ja. Wissen wir, ob das so bleibt? Das wissen wir nicht. Das muss die Erfahrung zeigen. Wir sind ja erst seit ein paar Monaten dabei. Es ist ja ein ganz neuer Zustand, den wir haben. Aber dass es so schon mal so ist, ne? Das ist schon mal gut. Denn selbst wenn man das dann 2-3 Mal im Jahr, vielleicht 4 oder 5 Behandlungen machen müsste, weiß man aber, dass es möglich ist und das ist schon mal gut. Naja, letztendlich, wenn alles andere in dem Organismus gestärkt ist, ja, Körper, Geist und Seele fit sind, kann uns natürlich nicht so schnell was umhauen. So ist es. Und auch wenn wir die Leber stärken, ne, dass sie besser entgiftet, das ist eben ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Ja. Und gegen Depressionen hilft zum Beispiel auch unser gelber Laser sehr gut. Weißt du, gelb ist die Sonne. Wir sehen dann auch, wenn das drin ist in der Vene, das goldene Licht kommt so durch den Körper, dass die Menschen sich also sehr, sehr schnell wieder besser fühlen. Also dann geht wieder die Sonne auf. So. Das ist also auch sehr gut. Benutzen wir momentan auch sehr viel. Naja, du bist ja auch sehr spirituell, wie alle wissen, die dich kennen. Inwieweit ist denn das Licht, wie kam es denn eigentlich so, dass du auf das Licht gestoßen bist und inwieweit ist das eigentlich wirklich unsere wahre Natur? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die du stellst. Wir sind dazu gekommen, weil du weißt sicherlich noch, wir haben früher die hyperbare Ozon gemacht. Das heißt, wir haben über die Vene Blut rausgenommen und in so ein Glasgefäß mit Ozon verschüttelt und das lief wieder zurück. Habe ich auch schon ein paar Mal erzählt in vielen Sendungen. Und das durften wir dann nicht mehr. Also rein politisch, ne? Unser Gesundheitsminister hat uns das dann verboten. Und dann habe ich natürlich überlegt, meine Güte, das war sehr gut, das war sehr hilfreich. Was können wir stattdessen machen? Was können wir machen? Und wir haben Brainstorming gemacht. Also meine Kolleginnen und ich, wir haben uns auch getroffen. Und ich habe alle gefragt, habt ihr eine Idee, habt ihr eine Idee? Und dann hatten zwei tatsächlich eine sehr gute Idee und haben mir das auch von dem Laser erzählt und dass das über die Vene geht. Und da hat das bei mir gleich klick, 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 klick gemacht. Da dachte ich, oh, das ist sehr interessant. Und dann habe ich mich schlau gemacht, habe mir das angeschaut, was es da gibt, so auf dem Markt. Und dann haben wir natürlich unseren Anwalt gefragt, ob wir das machen dürfen. Ne? Weil über die Vene, das war ja das große Problem. Deshalb mussten wir das andere ja aufhören. Und der hat das dann geprüft und tatsächlich, wir dürfen es machen. Es gilt als energetische Therapie. Es ist nur Licht. Da kommt ja kein Stoff rein. Also insofern dürfen wir das machen. Man kann es sogar bei Kindern machen, bei Schwangeren. Hat also keinerlei Nebenwirkungen. Es ist sehr gut. Und die einzelnen Farben, wer sucht die aus und nach was sucht ihr die aus? Das ist genauso, wie wenn wir Sanazon auch einsetzen. Also wir schauen zum Beispiel die rote Farbe, wenn wir die einsetzen, ist immer so, dass das Immunsystem, also die Quirligkeit des Lebens sehr herabgesetzt ist. Ja, das geht also sehr schnell. Wenn wir die roten Laser einsetzen, geht das Immunsystem in sehr kurzer Zeit hoch. Fließt das Blut dann auch schneller? Weil ja, das auch, Mikrozirkulation, alles. Wir hatten einen Moderator bei uns, der hatte also ein ganz schlechtes Immunsystem, weil er da Bakterien hatte und so. Und dann haben wir ihn mit dem roten Licht bestrahlt und haben nach 10 Minuten wieder geschaut. Also ich mache ja auch immer so eine Experimente, ne, das interessiert mich immer. Und da war das Immunsystem ganz oben. Da war ich selbst fasziniert, in 10 Minuten mit dem roten Laser so etwas hinzubekommen. Also das fand ich schon toll. Also die rote Phase, Mikrozirkulation, Immunsystem Stärkung, Lebenskraft stärkend. Rot, ne? Kennst du ja, wenn man die rote Phase, Feuer und sowas hat, tatsächlich damit zu tun.
Dann haben wir auch das gelbe Licht, das erwähnte ich schon. Das ist antidepressiv. Vitamin D bildet sich da auch, also auch ganz von alleine. Das kann man medizinisch nachweisen. Das ist auch gut. Gibt's auch Gold? Also so ein Gold? Das ist wie Gold, ne? Also wir machen es auch so, dass die Patienten sich ein bisschen entspannen können, Musik hören und dann haben sie auch richtig das Gefühl, wie dieser goldene Regen so durch den Körper geht. Das ist also schon echt schön. Außerdem tötet das auch nochmal Borrelien und auch den Epstein-Barr-Virus, das gelbe Licht. Nur mal so, by the way, es ist auch sehr schön. Ja, dann haben wir noch das grüne Licht, das hat mit der Zellatmung zu tun, die wird dadurch aktiviert. Das blaue Licht ist antientzündlich, also viele haben ja so Schmerzen, ganzen Körper, Gelenke tun weh, ne? Und da hilft das sehr gut. Außerdem ist es auch Anti-Aging und auch die Hormone und die Drüsen werden aktiviert. Wir als Heilpraktiker dürfen ja keine Hormone einsetzen, wollen wir ja auch gar nicht, ne? Aber mit der blauen Farbe wird das aktiviert und das Tolle ist auch das Glutathion. Das sagt ihr ja sicherlich was. Das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit für die Leber zur Entgiftung. Auch nach der Schlumpfung wäre das auf jeden Fall gut. Durch die blaue Farbe wird das wieder aktiviert. Das Körpereigene geht also nach oben und das kann man auch messen. Und dann haben wir noch das violette Licht. Das violette tötet eben auch Viren und ist eben auch im spirituellen Bereich, weißt du, das violette Licht, Anbindung und so, fördert dann das auch alles. Nein, wir haben ja nun schon so viele Gespräche geführt bei Welt im Wandel und auch du in deinem eigenen Kanal, ne, Sabine Lenek TV. Ja. Bewusstsein, alles ist Bewusstsein, alles ist Energie. Spinnen wir das doch mal weiter. Und vielleicht ist es ja gar nicht gesponnen, sondern im Grunde wissen wir es ja alle. Gibt es eine Ebene, wo eigentlich nichts mehr was im Körper ist? Wenn doch alles Energie ist, bräuchten wir doch auch vor nichts uns zu fürchten. Also was du jetzt ansprichst, meine ich immer, dass das die Zukunft ist. Also ich habe mir das schon oft auch genau, wie du sagst, so weitergesponnen. Mit unserer Therapie sind wir an so einer Grenze. Auf der einen Seite ist die Körperlichkeit da, mit dem Blut, die Organe, Spritzen, Ozon, die anderen Spritzen, ne? Tut ja auch ein bisschen weh, ist ja wie beim Onkel Doktor, so kann man sagen, ist das Körperliche da. Das heißt, es können eben auch Patienten zu uns kommen, die eben nicht spirituell sind. Es wirkt da, dann kommen aber auch die Spirituellen, ja, die eben auch sehen, dass das Blut eben auch eine Brücke ist zum seelisch-geistigen. Die Blutausstrahlung ist ganz, ganz wichtig. Wenn man eine gute Blutausstrahlung hat, hat man eine bessere Anbindung nach oben. Ja, und deswegen sind wir jetzt so in einem Feld von, ja, was soll man sagen, somatisch und energetisch. Die Zukunft sehe ich so, dass es das alles gar nicht mehr geben wird. Es wird, also ich sehe es so, dass man nur noch mit Frequenzen arbeiten wird. Das denke ich. Es gibt ja auch, hast du vielleicht schon mal gehört, gibt es oder gibt es nicht, da gibt es ja immer so viele Gerüchte, diese Medbetten, hast du von denen mal gehört? Medbetten, die werden zum Beispiel in der Raumfahrt eingesetzt, ja, dass sie nicht so schnell altern und so, dass man sich da reinlegt, ja, und dass du einfach wieder regenerierst, weil alles eben Energie ist. Also ich schätze schon, dass wir vielleicht, also ich kann jetzt so schlecht eine Schätzung abgeben, aber in 100 Jahren sind wir ganz sicher soweit, ganz sicher. Und ich glaube auch, dass wir nicht mehr altern werden, auch das nicht. Das wird alles der Vergangenheit angehören. So, wenn sie heute alle mit dem Rollator laufen, dann wird man sagen, boah, früher hat man Falten gekriegt, dann konnten sie nicht mehr laufen und waren so ausgezählt im Alter. Ich glaube nicht, dass es das noch gibt dann. Du kannst dir selber aussuchen, wie alt du aussehen möchtest, bist gesund durch die Schwingungen, so wird es, glaube ich, sein. Ist meine Meinung. Naja, du bist ja an der Grenze, wie du gesagt hast, im Physischen. Wir brauchen eben immer noch auch für den Verstand diese Ebene, an der wir rumdoktern, ne, um was auch zu verstehen. Aber in Wirklichkeit passiert das doch schon. Wenn einer zu dir kommt, der eigentlich sich heilen will oder gesund sein will, ist es doch eigentlich längst geschehen. Du bist ja nur das ausführende Organ am anderen Ende, wo dann sozusagen der Kunde oder der Patient letztendlich schon genesen ist. Es ist ihm nur nicht bewusst. Kannst du das bestätigen? Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Aber was ist mit denen, die Angst haben vor Heilung? Warum gibt es Menschen, die auch Angst haben vor der Wahrheit, was in ihrem eigenen System passiert, wenn sie doch eigentlich gesund sein wollen? Ja, warum gibt's die? Habe ich auch tatsächlich schon erlebt. Also es kommen dann auch Patienten, die sagen, ja, sie können mir alles sagen, aber wenn sie was Ernstes sehen, Tumor oder sowas, das will ich dann nicht wissen. Habe ich mich am Anfang drauf eingelassen,
Habe das tatsächlich gemacht, habe aber dazu geschrieben, Patient möchte es nicht wissen, und habe dann meine eigene Beobachtung dazu geschrieben. Und ich habe vor ganz vielen Jahren etwas echt Schlimmes erlebt bei einer Frau, wo ich absolut sehen konnte, dass sie zu Brustkrebs tendierte oder dass es schon da war. Und ich habe ihr geraten, auch zum Arzt zu gehen. Und die wollte das nicht wissen. Das war so jemand, die große Angst hatte. Und diese Frau kam nach ein paar Wochen, kam in meine Praxis gestürmt, hat nicht gewartet, ob ich sie jetzt empfangen will oder nicht, kam einfach rein. Sie haben Schuld und Sie haben Schuld. Und sie haben es mir nicht gesagt. Ja, die hatte dann Brustkrebs, die Diagnose, und ich hatte es ihr nicht gesagt. So, das heißt, bei uns ist es schon so, dass wir das sagen. Wenn es einer partout nicht wissen möchte, dann sage ich, bitteschön, Sie können auch gerne nach Hause gehen. Weil das andere ist, dusch mich, aber mach mich nicht nass, oder? Wir sehen doch die Wahrheit, wir sehen doch, was da passiert. Und wenn ich jetzt lügen würde, den Patienten anschwindeln würde, das wäre nicht richtig. Natürlich, wenn wir was Ernstes sehen, gehen wir ganz vorsichtig ran. Das ist ja gar keine Frage, ne? Wir knallen ihnen das jetzt nicht vorm Latz, wir sehen das und das. Das ist schon richtig, aber wer Angst hat, das eigene Leid zu sehen, sagen wir mal, oder die eigene Krankheit, sage ich immer, dann sind sie bei uns nicht so ganz richtig. Weil auslassen tun wir das nicht. Aber du hast ja schon viele Erfolge auch gefeiert, also du mit deinen Produkten, sage ich jetzt mal, oder mit deiner Therapie. Im Grunde ist doch eigentlich alles heilbar, oder? Was ist das? Ist alles heilbar, kann man das so sagen? Och, da sagst du was. Wir dürfen ja darüber immer gar nicht sprechen, ne? Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Krankheiten, auch die sogenannten Autoimmunerkrankungen, viele chronische Erkrankungen. Ich sage ja jetzt gar nichts Böses gegen die Schulmedizin. Wir brauchen sie in der Akutphase, wenn du einen Unfall hast, wenn du eine Operation brauchst. Es ist super, ist ganz toll, dass wir sie haben. Aber bei den chronischen Erkrankungen, da finde ich, sind sie nicht so toll. Und da ist das schon wichtig, dass wir da in die Naturheilkunde gehen und schauen, wo kommt es her? Warum hat der Patient das und wie kann man es heilen? Ja, in der Tat, man kann viel heilen. Wenn du sagst, alles heilen ist ein bisschen verwegen, wenn wir das jetzt hier so sagen. Aber man kann schon sehr, sehr viel heilen. Na, ich habe es ein bisschen überspitzt ausgesprochen, aber letztendlich geht es auch darum, dass jeder Mensch seine eigenen Prozesse hat. Mir hat mal jemand gesagt, dass jeder hat so seine Zyklen im Leben und hat auch so ein ich sag jetzt mal so ein paar gewisse Aufgaben zu lösen, und wir kommen ja mit einem gewissen Erbe auch hierher. Ja. Das heißt, dass wir natürlich daran auch als Aufgabe wachsen dürfen, ob es nun so ausgeht oder so ausgeht. Ja, es gibt aber auch Patienten, Peggy, die hängen an ihrer Krankheit. Das ist eine Identität von ihnen und sie wollen die gar nicht verlieren. Das hatte ich auch schon und habe gefragt, wollen sie eigentlich gesund werden? Möchten sie das? Und haben einige gesagt, ja, das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist eine gute Frage. Also, weil sie werden bemitleidet. Menschen, die nicht genug Liebe bekommen, bekommen dann aber Mitleid. Ne? Es ist ja sowas Ähnliches. Sie bekommen die Zuwendung. Und bei den Patienten ist es so, dass sie natürlich keine Heilung erzielt, weil sie wollen es nicht. Du musst es ja selber wollen, vom ganzen Herzen und auch von der Seele her. Und dann ist es eben auch so. Das ist ihr Weg. Kann man im Grunde sagen, das Blut ist unser fließendes Organ. Ja. Wenn das nicht fließt oder in irgendeiner Form sich verklumpt, kommt die menschliche Lebensenergie zum Verebben. Das ist im Grunde, man wird langsamer, müder, man hängt irgendwann am Rollator, machen wir uns nichts vor, es hat ja alles damit zu tun. Ja. Im Grunde geht es darum, dass wir uns selbst beleben. Ja, das ist gut gesagt. Also Blut ist auf jeden Fall Leben. Wir sehen es ja auch bei Leukämien oder sowas auch, ne? Die Krankheit ist ja eine direkte Blutkrankheit, hat auch oft damit zu tun, dass das Leben sich zurückzieht. Also wenn man da in die Seele schaut, der Menschen, die Leukämie bekommen, fühlen sich auch oft nicht geliebt und das ganze Leben zieht sich ziemlich zurück in ihnen. Es hat sehr viel damit zu tun, mit Lebensenergie. Blut. Gut, viele würden jetzt sagen, ich habe ein Kind, was Leukämie hat. Das kann ja noch gar nicht so verdorben sein und noch nicht so viele Erfahrungen gemacht haben in diesem Leben. Wieso hat mein Kind dieses Krankheitsbild? Ja, also es kann auch schon die Erfahrung gemacht haben, nicht angenommen zu werden oder nicht so geliebt zu werden von den Eltern. Das habe ich also schon häufig erlebt. Dann kommt natürlich der körperliche Faktor dazu. Bei Leukämie ist eben auch der Epstein-Barr-Virus mit dran schuld. Das ist also ganz, ganz häufig der Auslöser. Der geht dann eben auf die Milz. Die Milz ist unsere Blutmause, versucht ja eben alles immer in Ordnung zu bringen. Und wenn die Milz dann zu viele Viren hat, dann wird das Blut eben dann auch schlecht. Weil ich sage ja eigentlich nicht, dass es ein Krebs ist, sondern ich sehe es eigentlich immer eine Stoffwechselerkrankung. Ein Zusammenbruch des Pfortaderkreislaufs. Das ist das, was wir dann auch sehen, auch im Dunkelfeld.
Na, im Grunde kommuniziert das Blut oder es ist der Transporteur für die Botenstoffe, für die ganzen Stoffe, die wir brauchen. Und er ist im Grunde wie so eine Art Bindeglied, dass die Organe kommunizieren letztendlich über das Blut miteinander, richtig? Ja, die kommunizieren unbedingt. Deswegen wird, es ist ja auch so das Verrückte, dass wir eben die Organe im Blut sehen. Und wenn die Gefahr sehr groß ist, dann sehen wir das Herz und dann sehen wir es nochmal und manchmal nochmal. So, als wenn das Blut sagt, hast du es noch nicht gesehen? Ich zeig's dir nochmal. Also hochinteressant. Inwieweit ist denn dein Blick auf dieses Bild, was du in der Dunkelfeld siehst, letztendlich auch, wenn jetzt ein anderer, ein Mediziner davor sitzen würde, vielleicht würde er gar nicht dasselbe wahrnehmen wie du. Inwieweit ist es die Erfahrung? Und B auch, dass du wie so ein drittes Auge eigentlich jetzt hast, wenn man es jetzt mal überspitzt so sagen darf. Ja, kann sein, dass ich da ein bisschen mit dem dritten Auge auch drauf schaue. Aber jetzt kommt das Interessante. Ich habe ja auch einige Mitarbeiterinnen, die nicht so sind, nicht so spirituell, sind nicht alle spirituell. Die sind auch Ärztin, ne? Du hast auch welche mit medizinischen wirklich Ausbildungen. Ich habe auch viele, die sich dafür interessieren, auch Ärztinnen und Ärzte auch. Und man kann es tatsächlich auch ohne dieses lernen, weil es ist wirklich ein Abbild. In diesen Blutstropfen ist der ganze Mensch. Und wenn du da so ein Schema anlegst, dann kannst du da durchgehen und dann kann das auch jeder Nicht-Spirituelle sehen. Das geht schon. Wenn du natürlich spirituell bist oder mehr das dritte Auge hast, dann siehst du vielleicht ein bisschen mehr. Die Verbindungen zum Beispiel. Also ich sehe dann immer viele Verbindungen, auch Querverbindungen und so. Aber im Grunde ist das alles gar nicht so wichtig. Wichtig ist ja, was sehen wir im Blut und was geben wir? Ob man noch die ganzen Kleinigkeiten dahinter sieht, ja, ob einer noch was am linken Ohr hat oder so, jetzt sage ich mal jetzt so überspitzt, wird hier eh mitbehandelt, ist dann vielleicht gar nicht so wichtig. Also es ist auch für Nicht-Spirituelle möglich, das Blut zu entziffern, ja. Auf jeden Fall. Na gut, dann gehen wir jetzt mal noch aus dem Spirituellen raus. Ja, ich bringe dir das noch bei. Gehen jetzt mal in den Vampirismus. Also für mich ist Blut immer Vampirfilm. Aber wenn wir jetzt mal bei Viren sind, ja, ich sag mal, es gibt ja so viele Sauger, ja, so ich sag mal Blutsauger. Und die, wir sind ja als Wirt nicht zufällig der Wirt für bestimmte Organismen in unserem Körper. Inwieweit sind wir dann selbst auch irgendwo so? Ui, da gehst du jetzt wieder sehr in die Tiefe. Das wäre jetzt wieder eine Geschichte, wo wir dann wieder ein bisschen tiefer schauen müssen in die Seele. Zum Beispiel Zecken, ja? Wenn du einen Zeckenbiss hast und dann Borrelien bekommst, wie auch immer, ist es ja eigentlich ein Vampir, der da sich andockt, ja? Und nicht jeder bekommt Zeckenbisse. Wenn einer das hat und dann noch Borrelien bekommt, die ja letztendlich wirklich auch ihr Ding machen und sehr, sehr hartnäckig sind. Ja. Was sagt denn das auch über diesen Geisteszustand überhaupt des Menschen aus? Weil umsonst, sie könnten sich ja sonst nicht in seinem System halten. Also es sind nicht nur Zecken, das hat man früher so geglaubt und gedacht. Es sind auch Mücken, die das übertragen. Und sicherlich zeigt es unsere Zeitqualität, da bin ich sicher. Aber Borrelien haben sich so vermehrt, dass schon fast jeder Zweite sie hat. Ne? Die Frage ist natürlich, wie gehst du damit um? Hast du ein gutes Immunsystem? Ist dein Blut gut? Dann kannst du damit gut leben und du hast nicht so viele, dann geht das. Aber hast du ein schlechtes Immunsystem, bekommst ganz viele Borrelien, dann geht es dir nicht so gut. Ja? Dann kannst du eben Schmerzen im Gelenk haben und du weißt, was Borreliose alles macht. Das ist die Krankheit mit den 1000 Symptomen. Also kannst alles Mögliche durch Borrelien haben. Da hast du schon recht, es könnte ein Zeichen unserer Gesellschaft sein, ein parasitäres Zeichen durchaus. Inwieweit zeigt sich denn auch Angst? Ist ja ein Gefühl und Angst ist auch nachgewiesen, hat ja im Grunde seine Wirkung im Körper. Sobald wir negativ oder ängstlich sind, werden wir eng. Stimmt. Wie sieht ein Blutbild aus von einem Menschen, der jetzt zum Beispiel in totalem Schock ist oder Angst hat oder irgendwie panisch ist? Ja, ist sehr gut, dass du das ansprichst. Das sieht man tatsächlich, wenn jemand im Schock ist. Das sieht ein bisschen wie eingetrocknet aus in dem Moment. Da sieht man wirklich, dass der Mensch unter Schock gestanden hat. Man sagt ja auch, es gefriert einem das Blut in den Adern und so. Du kennst diesen Ausspruch, ne? Das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so für den Moment, dass man sieht oder auch später, dass man sieht, oh, da hat irgendwie, da ist ein Schock gewesen. Und da ist irgendwas, hat irgendwas stattgefunden, einen totalen Schock, sieht man zum Beispiel auch im Gehirnbereich und so, ja. In der Tat, sieht man schon, ja. Wir haben ja auch, also Wasser im Blut, ja. Wenn doch Wasser Informationen speichert,
nach Emoto, ne, das wissen ja viele, dass das funktioniert und es ist auch nachweislich, dann müsste doch eigentlich jeder Schockzustand, jede Information, die wir in irgendeiner Form verarbeiten, im Blut gespeichert sein, als wenn es ein Organ ist mit einem eigenen Bewusstsein, hat doch das Blut das als Information längst im System. Absolut. Kannst du das bestätigen? Ja, kann ich bestätigen. Aber gehen wir mal weiter. Man sagt ja auch, bis zu vielen Generationen zurück sind wir das Erbe unserer Vorfahren. Kannst du auch Themen sehen, die ja vielleicht noch gar nicht präsent sind? Meinst du jetzt Zukunft oder Vergangenheit? Du sagst na, uralte Themen vom Großvater vielleicht. Oder, ja, ne, so. Das gibt es auch. Das sehe ich auch sehr häufig, dass verschiedene Krankheiten in einer Familie sehr präsent sind und auch schon die Eltern und die Großeltern hatten, dass sich das tatsächlich weiter vererbt. Aber ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit Informationen zu tun. Ganz, ganz viel. Ne? Was Bruce Lipton ja eben auch sagt mit der Informationsmedizin. Also das hat sehr viel damit zu tun. Na, im Grunde geht es ja darum, dass wir Menschen immer wieder daran erinnern, dass es eigentlich einfacher ist, als wir denken. Wir müssen gar nicht so weit gucken. Ja? Ein Blick ins Blut reicht. Es lügt niemals. Sabine, du hast ja jetzt hier einen Stand heute und morgen und du hast im Anschluss an dieses Gespräch ja noch ein Seminar, was gleich danach losgeht. Ja. Was passiert da? Was wirst du den Teilnehmern erzählen und beibringen und was wird passieren? Also das Seminar, das haben wir ja letztes Mal auch schon gemacht. Da schauen wir einfach, da können sich, je nachdem wie viele Leute da sind, ich erkläre natürlich erstmal nochmal, ne, was das Blut, was man drin sehen kann, das ist natürlich ganz wichtig. Und dann mache ich auch solche Untersuchungen, so kurze Untersuchungen und dann sehen wir, was bei den Einzelnen dann auch so los ist. Also das ist dann schon ganz interessant. Kann man das auch schnell am Stand machen oder? Am Stand natürlich auch, das ist klar. Ich mache das natürlich erstmal noch, dass ich erstmal erkläre, was mit dem Blut ist, ja, dass die Menschen auch ganz genau das verstehen. Und dann können wir so einzelne immer raussuchen, je nachdem, wie viel sind. Ja, wir wissen ja noch nicht, jetzt ist durch diese neue Situation, wie viel die sich jetzt anmelden, wie viel da sind. Das müssen wir einfach davon abhängig machen, wie viel wir ins Blut schauen können, ja. Und natürlich kann ich das auch nur stichwortartig. Das ist klar, wenn es sehr viele sind. Aber ich erkläre eben das auch nochmal ziemlich genau, was man im Dunkelfeld sieht und was ist. Wie sieht man eine Darmbelastung oder wie sieht man eine Leberbelastung? Ich erkläre dann eben auch so die einzelnen Formen auch der Blutkörperchen. Das ist jetzt keine Schule, ja, direkt, aber man kann schon so ein bisschen was sehen. Oder wie sieht die Abwehr aus, das Immunsystem, wo sind die Schwachstellen? Alles das kann man dann auch so sehen und erkläre ich auch was drüber. Also mein Herz hüpft, offensichtlich fließt da gerade viel durch, es pumpt. Sabine, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns immer wieder abholst mit deiner so unfassbar menschlichen Art und ohne groß medizinisch zu werden, dass man sich da als Laie komplett bekloppt vorkommt, wenn man nichts versteht. Du hilfst wirklich, die Welten zu verbinden. Du bist eine Brückenbauerin. Danke dafür und ich liebe dich über alles. Danke. Ich danke auch. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.